Am 10. und 11. November 2017 fand die jährliche Tagung des Programms Integration durch Sport des Landessportbundes Brandenburg statt. 200 Vertreter aus Sportvereinen, Stadt- und Kreissportverbänden sowie engagierte Migranten waren eingeladen, um gemeinsam über die Integration im Sport zu diskutieren. Wir finden das als Landessportbund natürlich ganz großartig, dass sich hier die Gesellschaft artikuliert, dass die Landesregierung sich hier artikuliert und zeigt, dass Integration ein wichtiges Moment im Land geworden ist. Wir haben schon im zweiten Jahr ein sehr, sehr großes Straßenfußballturnier am Tropical Island durchgeführt. Wir führen Schwimmcamps und Schwimmkurse durch. Wir führen aber eben auch interkulturelle Schulungen durch, damit die Flüchtlinge und aber auch damit die Einheimischen voneinander lernen können und damit wir das interkulturelle Verständnis auf beiden Seiten entwickeln können. Und ich denke, das sind die richtigen Maßnahmen, um den insbesondere jugendlichen Zugewanderten die Strukturen der Sportvereine zu eröffnen, damit sie den Weg in die Vereine auch finden können. Jugendsport hat eine große Bedeutung für uns. Also das ist Toleranz, Freundschaft und akzeptieren die anderen, damit die Herausforderung zu schaffen. Bündnis für Brandenburg ist eine gute Möglichkeit zu zeigen, dass Integration auch für den Teil Sport eine große Hilfe sein kann und dass der Sport auf der anderen Seite gesellschaftliche Aufgaben übernimmt, um zu uns gezogene Bürger in die Gesellschaft zu integrieren. Sportler integrieren sich in die Mannschaft sowieso. Und das war eine tolle Aussage hier. Egal, welche Nation ich bin, auch ein deutscher Sportler integriert sich in eine deutsche Mannschaft. Und das kann man ja aufnehmen und sagen, wir sollten uns alle miteinander in Mannschaften integrieren. Ich möchte mich nochmal ganz ausdrücklich bei euch allen bedanken für die sehr schöne Veranstaltung.